Kinder sind unser wichtigstes Gut. Dieser Satz ist oft zu hören. Für die meisten von uns ist es selbstverständlich, dass der Nachwuchs gesund und munter ist. Aber was ist, wenn nach der Vorfreude auf ein Kind alles ganz anders ist? Im folgenden Beitrag zeigen wir Ihnen, wie ein 8-jähriger Junge, eigentlich dem Tod geweiht, sein Leben meistert. Dank des unermüdlichen Einsatzes seiner Eltern und der Unterstützung des Vereins Lukas Stern kann der kleine Henry am Leben teilnehmen. Um mehr über die bewegende Geschichte zu erfahren, waren wir gestern Nachmittag mit Henrys Papa verabredet. Ja, wir hatten in unserem Sender dieser Tage einen Anruf und eine Mail danach von Lukas Stern und wir wurden gebeten, doch mal einer Sache nachzugehen, die gerade aktiv da betrieben wird. Jetzt haben wir Sie heute besucht, Herr Hämmerling. Sie haben uns ja schon erzählt, worum es geht. Vielleicht für unsere Zuschauer nochmal. Was ist das Schicksal Ihres Sohnes? Also mein Sohn ist 2014 geboren, im Spätsommer, Herbst, und kam mit einer sehr seltenen Erkrankung auf die Welt. Myotubuläre Myopathie nennt sich das Ganze, was ihn so stark beeinträchtigt, dass mein Sohn nicht stehen, nicht laufen, nicht sitzen kann. Er kann selber auch nicht Nahrung aufnehmen, so normal, sondern wird es benötigt eine PEG dazu, eine Sonde. Und hat halt seitdem, sage ich mal, auch Schwierigkeiten mit den allgemeinen Umfängen. Das bedeutet also, er braucht permanent Hilfe, sodass er 24 Stunden auf Hilfe angewiesen ist. Und mein Sohn, also wir wussten anfangs gar nicht, was bei unserem Sohn die Grunderkrankung war oder was der Grund ist, dass unser Sohn sofort intensivmedizinisch versorgt wurde, nachdem er auf die Welt kam. Erst nach einem Dreivierteljahr wurde das dann genetisch diagnostiziert, das Ganze. Und die Odyssee läuft seitdem. Also wir versuchen unseren Sohn permanent dabei zu unterstützen, den Alltag zu bewerkstelligen. Dadurch, dass einfach die Muskulatur, die komplette Muskulatur in seinem Körper, sag ich mal, nicht ausgereift ist, ist natürlich die benötigte Kraft auch nicht da, sodass er im Rollstuhl sitzt. Und durch eine Influenza 2018 wurden natürlich die ganzen Fortschritte, die er bis dahin gemacht hatte, was motorisch betraf, natürlich auch stark zurückgeschlagen. Und wir haben seit letztem Jahr eine Schwimmtherapie begonnen, die unseren Sohn dabei unterstützt, erstmal im Wasser, sage ich mal, das eigene Körpergewicht nicht permanent tragen zu müssen. Das heißt, die Bewegungen als solches sind für ihn sehr schwierig. Er kann die Arme nicht über Kopf heben, weil einfach die Muskulatur gar nicht die Kraft hat, die Körpergliedmaßen dort dementsprechend anzuheben. Und im Wasser kann natürlich die Bewegung wesentlich stärker erfolgen. Das heißt, wir haben seitdem auch gemerkt, dass es ihn stabilisiert, ihm gut tut, dieses Training für ihn auch leicht fällt, aber trotzdem der Effekt, sag ich mal, da ist. Und wir natürlich auch, weil die Schwimmtherapie weit weg ist, versuchen, das bei uns zu Hause zu lösen und haben da uns an Lukas Stern gewandt, um hier eine Möglichkeit mithilfe von Lukas Stern zu schaffen, auch noch dieses Jahr mit unserem Sohn im Rollstuhl auch den unteren Bereich des Gartens zu erreichen, weil wir, der Garten ist in einer Hanglage hier am Haus. Und das ist natürlich sehr schwierig. Wir haben nur eine steile Treppe, wo wir unseren Sohn runtertragen können. Das ist natürlich für eine Frau überhaupt nicht möglich und die Sturzgefahr ist sehr hoch. Selbst für mich ist es schwierig. Mein Sohn ist jetzt mit knapp 8 Jahren, er wird im August 8, mit 30 Kilo und 1,36 Meter natürlich auch erstmal schwierig handelbar. Und muss dann natürlich auch, der Rollstuhl muss dann auch mal mit, sodass wir uns an Lukas Stern gewandt haben, um hier eine Möglichkeit zu schaffen, dass wir mit dem Rollstuhl hier in den unteren Bereich des Gartens erreichen. Sie haben es gesagt, Henry, wie er heißt, ist ein Kämpfer, ist ein ganz normal entwickeltes Kind, bis auf die Defizite, die Sie gerade geschildert haben. Und man sieht es ja auch, Sie haben ein Hochbeet, Sie haben ein kleines Meerschweinchen. Also er ist ein Kind, das lebensfroh ist und auch leben will. Und jetzt natürlich mit diesen Möglichkeiten, die Lukas Stern bietet, sind es ganz tolle Sachen, dass man trotzdem Hoffnung haben kann, wie Sie gesagt haben, die Muskulatur sich wieder aufbaut und dass er einfach irgendwo ein Stück weit Lebensfreude hat. Genau, also unser Sohn hat halt
ist kognitiv in keinster Weise beeinträchtigt, hat halt wirklich nur die körperliche Behinderung, was natürlich noch zusätzlich schwierig ist. Und wir freuen uns, dass Lukas Stern uns hier die Möglichkeit geschaffen hat, dass wir hier zeitnah den Umbau tätigen können, weil wir das als Familie einfach nicht mehr stemmen können. Es sind natürlich auch wahnsinnige Kosten, die so einen Umbau mit sich bringen, die natürlich dann auch nochmal zu Buche schlagen, aber einfach die Zeit, also die Familienzeit, die wir haben, die ist uns zunehmend wichtiger, weil wir halt auch gemerkt haben, dass es auch schnell auch mal anders sein kann. Herr Hämmerling, wir haben es heute gesehen, die Firma war gerade zu Gange. Der Chef war selber mit dabei und man hat es den Menschen angemerkt, den Fachleuten praktisch, die machen das auch sehr gerne. Wir werden mal schauen, es soll ungefähr 14 Tage dauern und ich verspreche Ihnen, wenn das Ding fertig ist, dann sind wir garantiert wieder vor Ort. Wir würden uns freuen, sehr gerne. Wir haben die Begegnung mit Ralf Hämmerling als sehr emotional empfunden. Jetzt warten wir, bis die Firma Henkler in der kommenden Woche das Projekt fertiggestellt hat und werden die ganze Familie, zu der auch noch Henrys Schwester und die Mama gehören, nochmals besuchen. Dann wird auch ein Repräsentant von Lukas Stern mit vor Ort sein und wir werden mehr über den Verein erfahren.